Fit und gesund. Das Gesundheitsmagazin auf DW. Jede Woche mit einem neuen Expertengespräch. Patricia Thielemann kommt aus Hamburg und hat als Schauspielerin in Hollywood gearbeitet. Yoga machte ihr Spaß und so ließ sie sich zur Yogalehrerin ausbilden. Seit über 10 Jahren unterrichtet sie. Yoga hilft mir, fit zu bleiben, meinen Kopf immer wieder frei zu kriegen und das Wesentliche nicht aus den Augen zu verlieren. Danke, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Yoga ist ja so eine richtig große Sache hier in Deutschland zumindest geworden. Warum finden Menschen denn Yoga so toll? Ich denke, Menschen finden Yoga in der heutigen Zeit so toll, weil es tatsächlich Körper, Geist und Seele in Einklang bringt. Menschen suchen einerseits nach Fitness und auf der anderen Seite haben sie aber auch das Bedürfnis nach Erholung. Und Yoga kann eben diesen ganzen Spannungsbogen bedienen. Und daraus ergibt sich auch oft die Frage nach dem größeren Sinn überhaupt. Und ich glaube, viele Menschen in unserer Zeit sind auf der Suche. Und gerade in dieser sich immer schneller drehenden Welt brauchen sie einen Ausgleich. Ist Yoga denn eine spirituelle Erfahrung oder doch eher ein Körpertraining? Yoga ist beides. Yoga ist einerseits ein Körpertraining und doch ist es aber auch eine spirituelle Praktik, was nicht bedeutet, dass man an irgendwen oder irgendetwas glauben muss, sondern es schafft eher einen Rahmen, um sich auf das Wesentliche zu besinnen. Und das macht die Spiritualität im Yoga aus. Was hat Yoga eigentlich für Wirkungen auf den Körper? Yoga kann tatsächlich auch therapeutisch eingesetzt werden. Also gerade bei stressbedingten Krankheiten kann es enorm hilfreich sein. Und es räumt den Kopf auf. Es hilft uns wirklich wieder bei uns zu Hause anzukommen. Und also viele Menschen, die Rückenschmerzen haben oder auf ein Burnout zugehen oder so, mit denen kann Yoga wirklich gut geholfen werden. Jetzt hatten wir gerade im Beitrag gesehen, Yoga kann auch durchaus mal Nebenwirkungen haben. Kann Yoga richtig gefährlich sein? Yoga kann auch gefährlich sein, wenn es so vermittelt wird, dass es nicht physiologisch fundiert ist. Also wenn man da irgendwas macht, dann kann es gefährlich werden. Und auch wenn der Praktizierende nicht auf seine eigenen Grenzen achtet und meint, sich absurd verbiegen und verrenken zu müssen, dann kann sowas halt bedenklich sein. Und deswegen ist es schon wichtig, dass man jemanden hat, der einen anleitet und der einem auch Übungssequenzen vermittelt, die stimmig sind für den Übenden, weil jemand, der 20 ist, braucht ein anderes Yoga als jemand, der 75 ist. Also doch eher individuell und nicht nur von Büchern und Apps oder Videos lernen, sondern durchaus sich Mut fassen und in ein Yoga-Studio gehen. Definitiv in ein Yoga-Studio gehen, um erstmal zu verstehen, wo der Hase langläuft. Und dann ist es gut und richtig, auch Yoga zu Hause weiter zu praktizieren, damit man die Kontinuität beibehalten kann, aber dass man eben erstmal bestimmte Grundlagen für sich erlernt und das kann man nur von einem Lehrer, der weiß, was er tut. Es gibt ja viele verschiedene Arten vom Yoga. Was halten Sie denn eigentlich davon, dass Yoga so diversifiziert? Ich finde das an sich richtig, dass sich da so viele neue Verästelungen und Ströme im Yoga entwickeln. Weil wenn wir starr an der Tradition festhalten, dann kann Yoga nicht lebendig bleiben. Und insofern ist es gut, dass da mit gewisser Kreativität sich neue Dinge entwickeln können. Wir müssen am Ende nur die Spreu vom Weizen trennen, dass sowas nicht eskaliert und es dann eben irgendwelche Merkwürdigkeiten gibt. Aber am Ende wird sich das von selbst selektieren und das, was Substanz hat, überlebt und das andere nicht. Und Yoga verkauft sich natürlich als Marke gut. Und wenn jetzt aber so Yoga-Arten kommen, die eher den Leistungsgedanken, den körperlichen Leistungsgedanken in den Vordergrund stellen, halten Sie das für problematisch? Das ist schon problematisch, weil wir oft unsere Glaubenssätze aus der realen Welt auch ins Yoga mittragen. Und wenn dann der Unterricht auch noch so gestaltet wird, dass da richtig Druck gemacht wird, dann denke ich, kann Yoga nicht mehr wirklich dienlich sein. Und auf der anderen Seite ist es so, dass Yoga manchmal so vermittelt wird, dass es so was ganz Beruhigendes, Pastorales bekommt und auch das kann es nicht sein, weil ich glaube, der Rückzug nach innen ist eine natürliche Reaktion auf die Reizüberflutung in unserer Welt. Aber letztendlich kann das Endziel nicht sein, in sich hineinzugehen, sondern das ist
der Weg, um dann letztendlich mit einer neuen Lebendigkeit raus in die Welt gehen zu können. Wenn ich so sehe, was da hinter uns gerade für Übungen vom Yoga gemacht werden, dann werde ich ganz neidisch, wenn ich jetzt sage, oh Gott, ich möchte jetzt auch Yoga machen, ich gehe in so einen Yogakurs. Das kriege ich ja überhaupt nicht hin, weil ich ja viel steifer bin. Kann ich trotzdem mit einem Yogakurs einfach beginnen? Ja, gerade. Also erstmal ist das nicht unbedingt die Norm. Also man, Yoga sollte so vermittelt werden, dass man individuellen Zugang hat. Und es geht eben nicht darum, sich in irgendeine Form hineinzupressen, die man gar nicht innerlich füllen kann. Und dass man einfach wirklich einen Yoga-Weg findet, der für sie passend ist. Wenn ich dann einen Yoga-Weg für mich gefunden habe, der für mich passend ist und ich das übe, dann gehe ich, sage ich mal, in ein Yoga-Studio unter Anleitung. Aber wie integriere ich das denn in meinen Alltag? Tja, das ist die große Kunst und darum geht es ja letztendlich. Ich denke, das, was man auf der Yogamatte erfährt, wenn man dort konfrontative Momente hat, schwierige Yoga-Haltungen, mit denen man versucht, gelassen und souverän umzugehen, dass man diesen Aspekt, wenn man das achtsam für sich untersucht, was passiert da eigentlich, wenn es so anstrengend wird, wie reagiere ich, wie kann ich weder zum Opfer noch zum Täter werden, sondern einfach souverän durchsteuern, dass man diese Qualität von der Matte ins wahre Leben tragen kann. Und passiert das automatisch? Das heißt, je mehr ich im Studio übe, umso gelassener kann ich mit diesen Situationen im Leben dann umgehen? Nein, das erfordert natürlich schon erhöhte Formen von Achtsamkeit. Wenn Sie nur die Yoga-Übungen machen und dabei auf Durchzug schalten, passiert da nicht wirklich was, sondern man muss schon sehr bewusst üben und auch in gewisser Weise langsam und intensiv genug, um überhaupt wahrnehmen zu können, was mit einem passiert, um dann das in die Welt hinaustragen zu können. Und es erfordert auch eine Kontinuität. Also wenn man da einmal hingeht und sagt, so, und nun bin ich glücklich und trage das raus, das wird nicht funktionieren, sondern es ist das stete Üben, das Dranbleiben, die Auseinandersetzung, die letztendlich einen Unterschied machen kann. Aber den Unterschied, der tatsächlich im gesamten Leben sein kann und man kann tatsächlich sein ganzes Leben durch Yoga ändern, nicht nur gelassener bleiben, sondern auch ein bisschen fitter. Danke, dass ich heute bei Ihnen sein durfte.